Ich begrüße euch Firmlinge, schön, dass wir heute wieder beisammen sind zu unserem 7. Treffen. Ich lade euch ein, dass wir uns kurz zurückerinnern an unser letztes Treffen, das 6., wo es um das Sprechen gegangen ist, um das Hören, um das Miteinanderreden. Wir haben uns Worte angeschaut, die wir öfter verwenden und auch Worte angeschaut, die für uns besonders wichtig sind. Und ich denke, es gibt drei Worte, die ganz besonders kostbar sind. Worte, die wir fast täglich verwenden sollten oder eigentlich täglich verwenden sollten. Das eine ist das Wort Bitte, das andere ist das Wort Danke und das dritte ist das Wort Entschuldigung. Diese drei Worte sind wichtig in unserem Zusammenleben mit Mitmenschen, aber sie sind genauso wichtig auch für unsere Freundschaft mit Jesus, unsere Beziehung zu Gott. So wichtig wie das Reden unter uns Menschen ist, so wichtig ist auch das Gespräch mit Gott, und du weißt, wir nennen es Beten. Beten bedeutet, mit Jesus sprechen, ihm Anliegen, Sorgen, Bitte, Dank, auch Schuld zu bringen, und beten bedeutet auch zu hören. Beides so kostbar. Sprechen und das Hören. Wir müssen nicht beten, wir dürfen beten. Es tut uns gut, wenn wir die Freundschaft mit Jesus pflegen, so wie er selbst es uns ja auch sagt, bittet und es wird euch gegeben, klopft an und es wird euch geöffnet. Heute lade ich euch ein, dass wir auf unser nächstes Thema schauen und es geht um Begeisterung. Ich weiß nicht, ob es Dinge gibt, für die du dich begeisterst. Es ist immer schön, Menschen zu treffen, die für eine Sache begeistert sind. Es gibt ganz verschiedene Möglichkeiten, sich für etwas zu begeistern. Mir kommt da zum Beispiel der Fußball in den Sinn. Es gibt Menschen, die sich für Fußball begeistern, sich enorm einsetzen, sei es als Spieler, sei es als Fan. Mir kommen da zum Beispiel auch Ärzte ein, die sich einsetzen für andere. Ärzte ohne Grenzen, vielleicht hast du schon davon gehört. Ärzte, die sich freiwillig in den Dienst stellen und in Länder gehen, um dort zu wirken, wo es eine ganz schlechte medizinische Versorgung gibt oder wo es besonders gefährlich sind. Ärzte also die Grenzen überwinden, weil sie sich begeistert einsetzen für Menschen in Not. Das kann auch im Sport sein, das kann in Vereinen sein. Begeisterung, etwas, also wo man mehr tut als die Pflicht, wo man sich für etwas wirklich interessiert und bereit ist, auch Mühen auf sich zu nehmen, um für andere oder für eine Sache da zu sein. Ich denke an ein Interview, das ich mal im Radio gehört habe, mit einem weltbekannten Pianisten, der war schon 95 Jahre alt und er wurde gefragt, ob er noch übt und er hat gesagt, ich übe täglich noch 5 Stunden. Mit 95 Jahren müssen wir uns mal vorstellen. Und er wurde gefragt, ja, warum üben Sie noch, jetzt wo Sie doch schon so alt geworden sind? Und er hat gesagt, ich glaube, ich kann immer noch ein bisschen besser werden. Also ein begeisterter Musiker, ein begeisterter Klavierspieler. Ich lade dich ein, dass du dir auf der Seite 18 diesen ersten und den zweiten Punkt anschaust. Ich ermutige dich auch, dir ein paar Notizen zu machen und in eurem nächsten Treffen, dass ihr miteinander überlegt, was könnte das jetzt für uns als Christen heißen? Wo sind wir gerufen, so Begeisterte zu sein? Menschen zu sein, die sich einsetzen, die für eine Sache und für jemanden brennen. Was könnte das wohl für uns bedeuten? Ja, so verabschiede ich mich schon, wünsche euch eine gute Zeit, herzliche Einladung, Sonntag in die Kirche zu kommen und bis bald.